Genau, das wäre nämlich mein nächster Punkt, Rechtsstaatlichkeit und totalitäre Strukturen. Also Recht, nach meiner Überzeugung, ist ja eine der Leistungen des Rechts, ist es ja, dass es bremst, es retardiert. Dem Recht vorzuwerfen, dass es die Dinge langsam macht, heißt dem Recht vorzuwerfen, dass es existiert. Es geht natürlich ohne Recht schneller und besser, das ist schon richtig. Und deshalb wäre die zentrale Frage eben, also wenn es immer schneller, nach meinem Dafürhalten, das ist, was ich beobachte, es geht immer schneller. Es wird immer detaillierter reguliert und niemand sieht eigentlich mehr, dass diese Detailregelung vielleicht mit einer anderen konfligiert. Oder das spielt alles gar keine Rolle. Ja, das ist natürlich heute ein Riesenproblem, oder? Also ich als Strafverteidiger habe ich immer öfter das Problem, dass ich einen Vorwurf habe, der zeitlich einigermaßen genau definiert ist und dann die größte Mühe habe, bis ich die richtige Version des StGB oder sonst irgendeines Erlasses gefunden habe, der damals galt. Genau. Oder? Ja. Ich weiß noch, vor etwa 30 Jahren, als ich im Praktikum war, da wollte ich als Praktikant eine Strafprozessordnung des Kantons Solothurn mal studieren. Ja. Auf dem Amt, auf dem ich war, gab es die nicht. Obwohl, die haben nur Strafprozessrecht gemacht. Also bin ich in einen Bücherladen und habe die gekauft. Ja. Die habe ich dann jahrelang benutzt. 2-3 kleine Änderungen, die ich von Hand nachgeführt habe. Heute ist es nicht mehr möglich, ein Gesetz irgendwo im Handel zu kaufen, das auf dem neuesten Stand ist. Das geht gar nicht. Ja. Und es geht nur noch über Internet und selbst da muss man aufpassen, ob man die aktuelle Version hat. Und das hat dann auch zur Folge eben, dass man die Kohärenz verliert oder dass man hier etwas ändert und nicht sieht, dass man damit an einem anderen Ort einfach neue Probleme schafft, die dann wieder neu gelöst werden müssen. Ja. Und dann, ja, wenn man an einer Schraube dreht, dann hat das Auswirkungen. Klar, das sieht man viel zu wenig. Ja. Also, es ist eine Folge dieses Aktivismus und dieser Schnelligkeit, die gar nicht nötig wäre wahrscheinlich. Ja. Was denke ich mir eben auch, also was mir auffällt, ist eben nicht nur die Gesetzgebung. Das ist ja alles politisch begründet. Ja. Wenn ich mich als Politiker präsentieren will, dann ist das Strafrecht tauglich. Das kostet mich nichts, aber ich kann mich als quasi Beschützer der Entrechteten und Witwen und Waisen. Genau. Also, das Problem ist, dass die Rechtsprechung da mitmacht und zum Beispiel eben Regelungen anwendet, vorwirken lässt, von der sie sagt, das ist ja schon beschlossen. Man muss das jetzt in die und die Richtung verstehen. Man denkt, wenn beschlossen ist, aber nicht in Kraft, dann ist es eben beschlossen und nicht in Kraft. Ja, das sieht man in der Rechtsprechung des Bundesgerichts ja immer wieder. Also künftiges Recht wird als Auslegungskriterium herangezogen. Und was ich da nicht begreife, ist, wieso sich die Justiz selbst derart schwächt. Genau. Also die ordnen sich beliebig eigentlich den anderen Gewalten unter, haben zu wenig Selbstvertrauen und auf der anderen Seite, wenn es dann um Sicherheitsaspekte geht, dort greifen sie dann den anderen Gewalten vor, oder? Also Wiederholungsgefahr oder die ganze Untersuchungshaftrechtsprechung. Dort hat man ja das Gefühl, das Bundesgericht mache das Gesetz. Oder? Genau. Und dann kommt das Parlament, in der StPO-Reform hat es diverse Normen, die an die Rechtsprechung des Bundesgerichts angepasst werden. Genau. In der Schweiz stört sich kein Schwein daran, dass das eigentlich die Umkehr der Gewaltentrennung wäre. Oder? Hat mich immer fasziniert, oder? Das Gesetz schreibt nur jetzt fest, was das Gericht schon lange gesagt hat. Also, ist komisch, oder? Also ich habe mich auch gefragt, was die Ursache ist. Oder? Ja. Auf der einen Seite schwächt sich die Justiz, auf der anderen Seite maßt sie sich Kompetenzen an, die ihr nicht zustehen. Ja. Weiß nicht, woran es wirklich liegt, aber es hat sicher auch damit zu tun, dass
Gewaltentrennung nicht wirklich ernst genommen wird. Also man arbeitet zusammen und man hilft sich gegenseitig und deshalb spricht man auch lieber von Gewaltenteilung als von Gewaltentrennung. Wir sind ja alle im selben Boot und wir schauen, dass das geht. Aber da bleiben die Prinzipien auf der Strecke. Ja. Und da bleiben, wenn die Prinzipien auf der Strecke bleiben, das sieht man eben nicht, dann bleiben immer die auf der Strecke, die sich nicht wehren können. Also genau, es richtet sich immer, immer systematisch gegen die Schwächsten in der Gesellschaft. Natürlich. Natürlich. Das erkennt man. So fair will ich jetzt sein, ich bin ziemlich sicher, dass das die meisten Politiker gar nicht begreifen. Ja, das glaube ich auch, oder? Also das ist, würde mit großer Insistenz behaupten, dass das Recht die Macht nicht beschränkt, sondern im Wesentlichen eine quasi ein Ausführungsgehilfe der Macht ist, also Macht braucht das Recht. Aber das hat ja mindestens einen Preis, nämlich wenn man eben diese Prinzipien ernst nimmt, dann das Recht wird strukturiert, wie es die Macht möchte, also und das scheint mir schon ein bisschen, also jetzt was du Justiz betrifft zum Beispiel, wie siehst du das? Mein Eindruck wäre, dass die schweizerische Justiz zunehmend die Rolle einer Staatsanwaltschaft übernimmt, weil sie eben diese die Staatsanwaltschaft ist häufig gar nicht präsent. Genau. Und die Justiz übernimmt dann quasi, ja, hier wurde eine entsprechende Anklage zwar nicht korrekt vorgebracht. Das ist eine typische Krankheit der schweizerischen Strafrechtswirklichkeit. Ja. Und das hat Kraus schon, ich glaube, 1999 in einem Aufsatz mit einem Vergleich mit der deutschen Strafjustiz gesagt. Ja. Oder? Also wir sind da einfach nicht sauber. Ja. Oder? Wir mauscheln uns durch und am Schluss schauen wir, dass es niemandem so wirklich ganz dreckig geht. Also dem Drogenhändler, dem geben wir jetzt halt nicht die 10 Jahre, die er eigentlich verdient hätte, weil da im Verfahren lief einiges nicht so ganz sauber. Ja, war es wirklich oder war es nicht? Ja, er war es schon, aber wir sind nicht so sicher, also gehen wir jetzt nicht gleich auf die Höchststrafe. Oder also man mauschelt sich durch. Also die Staatsanwaltschaft macht den Fall und das Gericht schaut, ist das vertretbar oder nicht. Es kontrolliert einfach, ob das etwas stimmt. Macht dann das Urteil. Es gilt nicht für alle. Es gibt, das muss ich wirklich sagen, es gibt hervorragende Strafrichter, die das sehr ernst nehmen und die dann wirklich bei berechtigten Zweifeln freisprechen. Die gibt es schon. Ja. Aber das ist sicher nicht die Mehrheit. Ja. Wäre auch mein Eindruck, oder? Es wäre auch mein Eindruck, dass es sehr unterschiedlich ist in den verschiedenen Kantonen. Dann gibt es halt auch in der Justiz, wie überall, gibt es stärkere und schwächere Figuren, oder? Und ein Richter, ein starker Richter, der lässt sich natürlich nicht von einem Staatsanwältchen beeindrucken. Mhm. Und er sagt dem, wo es lang geht. Mhm. Aber das bedingt auch, dass er die entsprechenden Ressourcen hat. Ja. Und dass er, teilweise muss man auch sagen, den Mut hat. Das ist ein schwieriger Begriff, oder? Man liest das in der Presse, ein mutiges Urteil, oder? Ja. Dann weiß man eigentlich immer, es war falsch oder das, das mutige Urteil. Aber diese Richter gibt es schon, aber viele verfügen wahrscheinlich gar nicht über die Ressourcen. Ja. Viele sind möglicherweise auch zu bequem, aus jedem 0815-Fall jetzt wirklich einen echten Straffall zu machen. Und man muss es leider sagen, viele sind auch nicht kompetent genug. Ja. Also es ist eine Erfahrung, die mir immer wieder einfährt. Als ich begonnen habe als Strafverteidiger, da war ich beeindruckt über das Know-how der Richter. Mhm. Das war wirklich erdrückend zum Teil. Ich habe immer wieder gestaunt, wie viel die Kerle wissen oder diese Damen wissen. Damals waren es fast nur Männer, heute sind es eher Frauen. Und heute wissen sie es nicht mehr, aber nicht als Frauen sind, selbstverständlich, weil sie einfach zu wenig spezialisiert sind. Ja. Sie sind jung, haben wenig Erfahrung, waren nie
als Anwältinnen tätig oder als Anwälte, haben oft sogar auch keine Erfahrung in Staatsanwaltschaft, Strafverfolgung. Sie kommen einfach in ein Amt ohne jede Erfahrung, ohne Lebenserfahrung, ohne Berufserfahrung, sowieso ohne Ausbildung. Und heute bin ich der Meinung, dass ich in der Regel mit den Richtern mithalten kann, was Fachkompetenz anbelangt. Ja. Wenn die Richter aber ebenfalls so spezialisiert wären und nur Strafrecht machen würden, dann wird es schwierig. Oder? Dann, das merkt man auch an spezialisierten Gerichten, oder? Wie riesengroß der Kompetenzsprung dann eigentlich ist. Wenn die Richter gleich spezialisiert wären wie du, dass sie wahrscheinlich dann die Oberhand hätten. Oberhand brauchen, die haben sie ja sowieso. Ja. Aber sie könnten meine Argumente besser einordnen. Das wäre manchmal zu meinem Vorteil, manchmal aber auch zu meinem Nachteil. Das ist mir aber egal. Oder? Ja. Also ich würde schon erwarten, in einem Strafprozess nach unserem System ist der Richter oder der verfahrensleitende Richter oder die Richterin, das ist die Person, die fachlich am qualifiziertesten ist. Ja. Das würde ich erwarten. Ja. Aber das ist natürlich nicht so, weil die Staatsanwälte sind hochqualifiziert, hochspezialisiert. Ja. Verteidiger gibt es noch relativ wenige, die sich wirklich auf Verteidigung konzentrieren, aber das kommt. Ja. Und die einzigen, die sich nicht spezialisieren, sind die erstinstanzlichen Richter, weitgehend. Ja. Ja. Und das sind die wichtigsten und die sind zum Teil auch nicht bereit, sich zu spezialisieren. Mhm. Also in Solothurn hatten wir schon diverse Projekte, Justizreformprojekte, die dann auch zur Folge hätten, dass man beispielsweise ein kantonales Strafgericht gebildet hätte. Hm. Alle Richter machen ausschließlich Strafrecht. Hm. Ist gescheitert an der Bereitschaft der Richter, damit zu wirken. Die wollen sich nicht spezialisieren. Ja. Also wieso auch immer. Ja, eben. Also vielleicht hängt es eben auch damit zusammen mit dem Stellenwert des Strafrechts, das zwar überall vorhanden ist, aber von dem jeder das Gefühl hat, er könne es. Weil, also das ist in den meisten Gerichten so, die neu eintretenden Mitglieder, die nicht auswählen können, wohin, die werden in die Strafe geschoben. Ja genau, das ist bei den Anwaltsbüros ja auch so. Ich verstehe das nicht. Oder? Also, ich werde manchmal auch gefragt, wieso wurdest du eigentlich nie Richter? Oder wieso wolltest du das nicht? Ja. Es gibt verschiedene Gründe, aber einer der Gründe ist, weil ich nichts von Scheidungsrecht verstehe und mir das auch nicht zutraue, dass da innerhalb von ein paar Wochen mir das anzueignen. Ich könnte das einfach nicht. Ja. Also ich hätte das Gefühl, da wäre ich nicht kompetent. Also das ist noch viel schlimmer, ein nicht kompetenter Richter als ein nicht kompetenter Anwalt. Ja. Aber das scheint nicht so ein überzeugendes Kriterium zu sein. Ja. Demokratieprinzip wieder, oder? Also wichtig ist, der Mensch ist vom Volk gewählt oder vom Wahlkörper. Ja. Das Problem ist, dass sich damit ergibt, ist eben, also wenn ich auf das zurückkomme, was du vorher gesagt hast, mit Mut, wenn von einem mutigen Richter berichtet wird, dann ist es meist ein Richter, der sich über das Gesetz hinwegsetzt und nicht einer, der mutig das Gesetz anwendet und Bestrebungen zurückweist, es umzumodeln. Aber das würde eben voraussetzen, eine entsprechende Sachkompetenz, und zwar eine, die so groß ist, dass der Entscheidende oder die Entscheidende sich überhaupt nicht beeindrucken lässt durch irgendwelche Einwände, sondern sagt, ja, also Entschuldigung, ich weiß, dass das so oder anders ist. Ja. Aber da habe ich jetzt schon das Gefühl, deshalb verstehe ich es ja auch nicht so ganz, oder ich habe das Gefühl, die schweizerischen Richter, die sind unabhängig, oder? Ja. Die entscheiden so, ohne jetzt groß zu beachten, was dann am nächsten Tag in der Zeitung steht. Mhm. Und auf der anderen Seite stelle ich immer und immer wieder fest, sobald Publikum im Gerichtssaal ist, sind viele Richter einfach anders. Mhm. Aha. Und die Chancen der Verteidigung, das ist mein Eindruck, der kann falsch sein, ich könnte ihn auch nicht statistisch belegen,
Aber wenn ich auf Freispruch gehe und eigentlich das Gefühl habe, ich habe wirklich gute Argumente, dann habe ich lieber keine Zuschauer im Raum. Mhm. Weil der Verurteilungsdruck einfach zunimmt mit Publikumsinteresse. Ja. Obwohl die Richter problemlos, also selbst wenn die Presse ein hartes Urteil verlangt, ja, könnte jeder Richter in der Schweiz, da bin ich jetzt sicher, freisprechen, ohne dann um sein Leben fürchten zu müssen oder ja, wirklich um gravierende Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Aber das machen viele, glaube ich, nicht. Sie haben die Unabhängigkeit, aber bei manchen Richterinnen und Richtern bezweifle ich, dass sie sie ausüben. Ja. Das glaube ich auch, oder? Also hat das auch schon erlebt in den Gesprächen. Im Wesentlichen, wenn ich gefragt habe, warum machen Sie das denn nicht? Also die Antwort war dann jeweils, ja, aber dann wird ja eventuell meine Entscheidung in der nächsten Instanz kassiert. Ja. Was mich schon ein bisschen überrascht hat, weil das ist ja der Witz am Instanzenzug, dass nicht immer dieselbe Entscheidung von Anfang an da ist. Ja, mir hat ein Bundesrichter mal, ich habe mit ihm ein theoretisches Beispiel besprochen und habe gesagt, aber das ging im Haft, glaube ich. Gesagt, aber in dem Fall wäre es ja klar, dass das Bundesgericht direkt die Haftentlassung anordnen müsste. Ja. Dann war sein Argument, ja, solchen Blödsinn machen wir jetzt aber wirklich nicht. Also der wusste, was richtig gewesen wäre, aber also das war ein theoretisches Beispiel. Ja. Aber für ihn war klar, dass er das Richtige dann nicht machen würde. Verstehe es nicht.